So, in Braunschweig, Alte Wiekring, 1939, die Wehrmacht marschiert. Es ist also wenige Tage vor Kriegsausbruch. Auf dem Leonhardsplatz, ganz in der Nähe des Alten Wiekrings, werden Pferde gemustert, die nachher ebenso wie die Menschen eingezogen wurden. Die Kaserneneinfahrt, Alte Wiekring. Auf der Wolfenbütteler Straße. Und hier werden Vorbereitungen zum Luftschutz getroffen. Hartmanns beim Füllen von Sandsäcken, die also vor den Bomben schützen sollten. Vater Kurt Hartmann packt jetzt ganz fachmännisch die Sandsäcke und damit ist jede Gefahr gebannt. Schützengräben in Parkanlagen, hier in Viehwesgarten zum Beispiel, Sirenen, alles ist bereit, den Luftkrieg zu überstehen. Straßenbahnschaffnerinnen waren im Einsatz. Hier geht es zum öffentlichen Luftschutzraum. Eine Junkers 54 oder sowas fliegt hier. Es sind noch keine angloamerikanischen Bomber. Hier ist Tag der Wehrmacht auf dem Burgplatz mit Konzert, mit Besuchern. Das muss also auch kurz vor Kriegsbeginn gewesen sein. BDM und Wehrmacht vereint. Tja. This is the national program from London. The first news copyright preserved. These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for 6 o'clock this evening. Orders completing the mobilization of the Navy, Army and Air Force were signed by the King at a meeting this afternoon of the Privy Council. Mobilmachung und Abschied. Keine Trauer, keine Tränen. Eher glückliche, zufriedene Gesichter. Ein Abenteuer wartet. Für viele ihre erste Auslandsreise. Bald ist man ganz unter Männern, ganz unter Frauen.